Wir freuen uns, dass wir die Verpflichtung eines weiteren Spielers bekannt geben dürfen, nämlich der Markus Piosek, der heute für ein Jahr plus Option auf ein weiteres, Details machen wir später, Klammer zu, hier bei uns unterschrieben hat. Ja, die Fans haben lange auf dich gewartet. Jetzt bist du endlich da. Was ist das für dich für ein Gefühl? Ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn ich sehe, was hier heute auch los war an Presse und allem und wie ich hier auch empfangen wurde, ist das für mich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich bin froh, hier zu sein, hoffe, dass ich schnellstmöglich auf den Platz kann und der Mannschaft helfen kann. Du kennst die Preußen, du kennst das Preußenstadion, du hast ja die eine oder andere Erfahrung auch schon gegen uns gesammelt. Was hast du so für Erinnerungen? Ja gut, die letzte Erinnerung war natürlich für die Osnabrücker nicht so schön, für mich nicht so schön, für die Preußen vielleicht etwas schöner, als wir hier natürlich 3-1 verloren haben und ich in der Halbzeit eingewechselt wurde und nach 20 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste. Aber war genau die richtige Visitenkarte eigentlich für deinen Wechsel? Wenn man jetzt im Nachhinein schaut, dann eventuell schon, ja. Was ist deine Zielsetzung hier bei Preußen? Ja klar, wichtig ist erstmal gesund zu bleiben. Ich möchte natürlich spielen, ich möchte mich durchsetzen und ich möchte der Mannschaft helfen, die Ziele zu erreichen. Und ich denke, hier mit der Mannschaft ist einiges möglich und das Ziel sollte sein, sich besser zu platzieren als letzte Saison. Wie würdest du dich beschreiben als Spielertyp? Wo sind so deine Stärken? Ich denke, ich bin ein Außenspieler, der ein relativ gutes Tempo hat, der versucht viel Risiko zu gehen, der versucht viel in die 1-gegen-1-Situation zu gehen und das ist halt einer meiner Riesenstärken und deswegen würde ich sagen, dass ich schon ein guter Techniker, ein Dribbler bin und das hoffentlich hier einbringen kann in die Mannschaft.